Frau Fabritz, welchen Bezug haben Sie zum AFNet und seit wann? Seit 2022 bin ich im Lenkungsausschuss des AFNets und freue mich sehr, beizutragen zu den Studien, die vom AFNet durchgeführt wurden. Ich habe die Smarte OSC-Studie durchgeführt als der internationale PI mit sehr viel Hilfe der nationalen PIs und mit dem Personal vom AFNet und kann mich an der Stelle hier dafür nochmal bedanken. Ja, vielen Dank. Gibt es denn irgendetwas, was das AFNet besonders auszeichnet und was Sie hervorheben möchten? Ja, ich finde es ganz besonders hervorhebenswert, wie das AFNet sehr patientenrelevante Fragestellungen bearbeitet. Wobei andererseits wirklich von Basic Science, translationaler Wissenschaft bis zur Klinik alles immer zusammengefasst und durchdiskutiert wird. Und ich glaube, deswegen werden besonders wichtige Studien durchgeführt, die gut überlegt sind und bei denen klar ist, dass am Ende für die Patienten und Patienten ein Benefit dafür rauskommt. Ja, und wie sehen Sie die weitere Entwicklung des AFNet? Was wünschen Sie sich und welche Weiterentwicklungsoptionen sehen Sie? Ja, man sieht, dass das AFNet in 20 Jahren von einem wirklich sehr kleinen Verein sehr, sehr groß gewachsen ist, das international spielt und ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass AFNet weiter international eine große Rolle spielen wird und auch dabei mithelfen, die Digitalisierung und die Kollaboration in der Forschung zu nutzen und weiter zu bearbeiten, so dass die Patientinnen und Patienten oder sogar einfach die Bevölkerung sehr leicht an Studien mit teilnehmen kann und dass keiner davon ausgeschlossen wird.